Ja, hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Heute geht es wieder los, wie ihr sehen könnt. Auf- und Abstiege sind schon wieder schwierig, denn wir sind in den Alpen unterwegs und wollen uns heute weitere Bunkersysteme anschauen des Vallo Alpinos, des Alpenwalls, und was uns da alles erwartet, seht ihr in diesem Video. So, wir sind jetzt hier gerade durch den Zugang gekommen in das System. Wir haben hier einmal einen Gang rechts und hier einen Gang links. Der links scheint hier komplett ausbetoniert zu sein und den werden wir jetzt einfach mal gehen. Hier ist auch eine angenehme Kühle drin. Draußen ist es schon wieder sehr, sehr warm. Was ist dieser Abschnitt hier? Ist auch wieder besonders interessant, auch mal wieder komplett anders gemacht, weil man hier praktisch nur einen groben Ausbau hat und das nur an einzelnen Stellen betoniert hat, so wie hier. Oder wie da vorne schon zu sehen, einzelne Durchgänge. Ja, wir sind jetzt hier noch gar nicht so weit rein, weil wir Stimmen gehört haben von unserem Zugangspunkt und wir einmal checken wollten, nicht, dass jemand hier den Zugang verschließt, ohne dass wir jetzt hier vielleicht einen Alternativausgang gefunden haben. Und sind dann auch auf zwei Soldaten getroffen. Hier von der Armee und ja, eben mit denen halt ein bisschen gesprochen, weil wir jetzt gedacht hatten, okay, dass das jetzt ein bisschen grenzwertig hier ist und die schon auf uns gewartet haben, war aber alles soweit in Ordnung und ja, dass wir halt noch vorsichtig sein sollen, das sind wir ja sowieso, und ja, uns noch viel Spaß gewünscht haben bei der Erkundung. Ja, und jetzt geht's weiter. Einmal abgebogen. Ja, die Deckenhöhe ist auch sehr niedrig. Ich muss ja auch gebückt durchgehen. Wir haben jetzt immer mal wieder so Zwischenkammern. Hier haben sie auch scheinbar ein Wasserrohr rausgebrochen, was hier verankert war auf der rechten Seite. Und hier hat man wieder obligatorische Nischen, wo man etwas unterbringen konnte. Oh, und hier ist Wasser. Oh hey. Und hier geht eine Leiter hoch. Also gut. Hier ging es irgendwie. Oh wow. Krass. Hier ging es höchstwahrscheinlich zu einem Turm oder es ist ein Notausstieg, aber das sieht irgendwie nicht so aus wie ein Notausstieg. Was da oben sehe ich auch irgendwie Licht von der Seite. Außer konnte man von da oben auch reinklettern. Ah, hier ist nur so eine Nische. Thank you.
Kommen wir hier auch raus? Wow, mitten im Wald. Jetzt gehen wir auf die rechte Seite vom Eingang rein. Dann haben wir hier einmal einen kleinen Stockwerk nach unten und dann hier den langen Flur. Gucken uns das hier erstmal an, was das hier ist, ob das vielleicht Toiletten gewesen sind oder ob hier was anderes drin stand. Ich glaube, das sind keine Toiletten gewesen. Hier wird irgendwas anderes gestanden haben. Hier sieht aber so aus, als ob hier ein Tank oder sowas abgelassen wurde. Kann ja durchaus sein. Und hier war irgendwas aufgesetzt. Vielleicht auch hier irgendwie ein Aggregat oder sowas. Könnte auch sein. Ja, jetzt gehen wir wie gesagt den anderen Gang. Und wie ihr jetzt hier schon sehen könnt, das ist alles nur so grob ausgehauen. Wie so einem alten Bergwerkstollen. Aber trotzdem irgendwie sein Flair. Aber unten ist praktisch der Weg komplett betoniert. Auch hier wieder an den Seiten die kleinen Haken, um die Leitungen drauf zu legen, die Kabel. Überall schon leichte Versimmerung. Ja, hier sieht man es auch nochmal ganz gut. Hier ist eine ordentliche Bewetterung, also hier kommt ein richtig schöner kalter Luftzug entgegen. Es ist wirklich sehr angenehm. Weil draußen ist es wirklich heute wieder sehr, sehr warm. Ja, also die Anlage scheint auch sehr groß zu sein. Wie gesagt, eine Passage sind wir jetzt erstmal nicht gegangen. Das ist immer so das Problem, ob man halt alles Mögliche mit reinschleppen will oder eher leichtes Gepäck. So, wir haben hier eine Abzweigung nach rechts und hier wieder einen weiteren Zugang gefunden, der hier in diese Anlage führt. Hier gibt es wieder so einen Vorraum. Und hier, ja, ich glaube, das ist der Punkt, den der Soldat meinte, wo man aufpassen muss. Leute. Ach du grüne Neune, da kriegt man gleich zappelige Beine. Oh hey. Wow, das ist krass. Wir sind hier mitten an einer Schlucht. Und hier geht's abwärts. Hier ist die nächste Abzweigung. Hier ist noch eine alte Tür. Mit einer Bezeichnung drauf. Und jetzt geht es, ach du grüne Neune. Jetzt geht es hier richtig steil nach oben. Treppen, also ich kann da oben noch ich möchte mal eben kurz die andere Taschenlampe anmachen. Wir können da sehen, da oben scheint auch wieder Tageslicht zu kommen. Puh, ja, dann gucken wir mal hier oben. Hoch, runter. Das, wie gesagt, ist richtig typisch für den Valo Alpino. Wir haben auch nachgelesen, dass es halt hier früher auch oberirdisch Gebäude gegeben hat. Die wurden aber jetzt alle schon längst abgerissen, sodass nur noch die Tunnel geblieben sind.
Das geht wieder ordentlich in die Beine. Ich habe jetzt hier auch noch mal einen Ausblick auf die Schlucht, auf diesen Kessel. Hier kommen wir höchstwahrscheinlich zu einem dieser Gebäude, von dem ich gerade gesprochen habe. Kann schon sein, das ist hier alles weggeklappt. Ich vermute hier oben. Jetzt hier hochklettern. Genau. Hier ist die Schlucht. Wow. Was ist hier oben noch ein Gebäude gewesen? Sehr, sehr krass. Okay. Ja, scheint ein ziemlich großes Gebäude gewesen zu sein. Man hat hier auch eine Tür. Ne, ist gar keine Tür, ist nur eine Nische. Ja. Taschenlampe ausmachen. Ja, hier oben sieht man noch irgendwie. Oh, hier sind kleine Zauneidechse. Ich bin schon weg, du kleine Eidechse. Ja, hier sieht so aus, als ob man hier so Schießschaden hat, ne? Hier so ein kleines Rondell, so ein kleiner Turm. Man muss hier auch immer. Okay, aber jetzt geht es hier wieder in die Tunnel. Des Ganges wartet wieder eine Treppe auf uns. Was für eine Überraschung. Und ach Gott, die geht mindestens genauso hoch, wenn ich höre. Die andere Taschenlampe an. Oh, so. Jetzt kann das sehen. Ja. Haben jetzt hier irgendwie eine Zwischentür, die auch betoniert ist. Ich weiß nicht, ob ihr da was sehen könnt. Ich versuche die Kamera noch ein bisschen weiter nach vorne zu halten. Da komme ich nicht. Vermutlich ist da Wasser drin. Dass sie das hier zugemacht haben, damit das Wasser nicht rauskommt, könnte sein. Jo, und da geht jetzt auch hier wieder ein langer Gang. Und da auch hinten. Da geht's auch weiter. Also wir sind jetzt immer noch ein bisschen am Überlegen, was den Tunnel jetzt genau für einen Zweck letztendlich hatten, weil wir noch keine richtigen Schießscharen gesehen haben, bis auf diesem einen Haus da oben. Und die Ausgänge, die jetzt zur Schlucht hingehen, macht ja keinen Sinn mit einer Schießscharte. Keine Ahnung. Schwierig. Also, noch ist uns das nicht so klar. So, wieder eine Abzweigung jetzt von diesem Tunnel, den wir gegangen sind. Und dann haben wir auch hier wieder so eine Leiter straight nach oben. Das hat halt diesen Anschein, als ob das hier so Notzugänge sind oder Ausstiege. Die haben da immer. So, wir werden jetzt mal austesten, was das da oben jetzt ist. Wir haben jetzt gerade mal überlegt, dass hier eine Zwischenplattform drin gewesen sein, weil das
der ganze Matsch hier unten, das werden alles noch der Rest von den Hölzern sein, der hier zersetzt ist. Und ja, am besten das jetzt hier auch gar nicht wieder nachmachen. Ne? So, let's go. Gucken, was das hier für eine Zwischenplattform ist. Ja, das ist nur so ein Ausbau hier. Hier in dieser Zwischennische ist nichts drin. Hier konnte man wahrscheinlich auch wieder irgendwas lagern. Oh, aber hier die eine Seite da von der Leiter sieht auch nicht gut aus. Wenn wir jetzt nicht weiter höher gehen, weil die linke Seite von der Treppe sehr stark versindert und abgebogen ist. Nicht, dass die jetzt unter meinem Gewicht danach gibt. Deshalb können wir uns das jetzt ganz oben nicht anschauen. Ich müsste bestimmt jetzt noch 2,5. Ja, oder vielleicht 3 Meter klettern, aber ohne Sicherung ist das zu kriminell. Es ist halt auch alles nass, feucht. Deshalb lassen wir das lieber bleiben. Sicherheit geht vor. So, wir sind jetzt hier praktisch noch den einen zweiten Tunnel gegangen von dem Zwischengang. Ja, es ist, klingt alles ein bisschen kompliziert. Weil es einem auch schwerfällt, das Ganze jetzt eben auseinanderzuhalten. Weil man wenig Bezugspunkte hat. Aber den müssen wir jetzt noch erkunden, definitiv. Die Frage ist auch, wo die hier ihre Toiletten hatten. Bis jetzt gab es nicht wirklich einen Indiz dafür. Vielleicht waren die hier auch gar nicht verbaut. Auch sehr wenig Nischen insgesamt, wenn man das mal überlegt. Und auch so Haupträume, große Haupträume, wie wir sie bisher kannten, fehlen hier auch. Hier sieht man mal einen kleinen Schriftzug. Division. Ah, Munition, so kann ich am Ende noch lesen. Wurde hier gelagert. Ja, aber auch sehr, sehr kleine Räume halt. Nicht sehr groß. Also die richtig großen Räume, die fehlen halt. Das ist schon merkwürdig. So, hier haben wir mal wieder was, das man noch erkennen kann. Galeria und ein Pfeil nach hinten. Und jetzt kommen wir hier tatsächlich zu einer Kreuzung, wo wir jetzt entscheiden können wieder, welchen der Wege wir hier gehen. Also das ist wirklich, also hinten meine ich ein bisschen Licht zu erkennen. Hier ist einfach nur pure Dunkelheit. Und da auch. Also auch wieder megamäßig groß die Anlage. Zwischenzeitlich diese obligatorischen Räumlichkeiten. Ich glaube, da hinten sehe ich schon wieder so eine Leiter. Aber man hat hier keine Schießscharte oder irgendwas mal. Das ist echt merkwürdig. Als ob man hier wirklich nur das Ganze zur unterirdischen Lagerung verwendet hat. Ja, hier geht es auch eine Treppe, eine Leiter. Vielleicht sind das ja dann ja, auch wieder so eine megamäßige Leiter ganz nach oben. Vielleicht kommt man da ja zu irgendwelchen Geschützständen. Aber die sind natürlich richtig hoch, die Leitern. Und ihr seht ja schon, die biegen sich teilweise. Es ist halt sehr gefährlich, sowas jetzt zu besteigen. Ich habe davon gesprochen und hier ist zum ersten Mal ein größerer Raum, wenn man das jetzt so sieht. Die ganze Zeit waren es nur kleine Räume. Der hat jetzt schon eine andere Größe hier. Da nichts mehr drin. Hier wieder so ein Zwischenabschnitt,
Depot für irgendwas vermutlich. Hier hat man dann immer ein paar kleine Nischen, einen größeren Raum. Ich weiß nicht, für was der gewesen ist, weil man kann leider gar nichts mehr identifizieren. Ob das jetzt vielleicht so eine Waschgelegenheit hier war, dass die sich hier Sachen ablegen konnten und dann wie so eine, ja, aber man sieht ja auch keinen, das ist ein so ein Abflussrohr, aber für eine Toilette kann das auch nicht gewesen sein. Schwierig. Also wer da vielleicht ein paar Informationen hat, der kann es uns gerne mit in die Kommentare mal schreiben, weil man hat einfach dann nur den Plankenbeton. Es gibt hier immer mal wieder ein paar Kürzel. Und hier kommt man jetzt wieder zu so einer Leiter. Seht schon das Tageslicht. Genau. Da oben, was wir vorhin auch schon mal hatten. Mit den letzten Eindrücken hier aus der Höhle verabschieden wir uns jetzt von diesem Video. Ich hoffe, oder wir hoffen, es hat euch gefallen. Wir werden euch auf jeden Fall hier noch ein paar Informationen zu dem Tunnelsystem von dem Vallo Alpino hier einblenden, weil uns auch nicht ganz klar ist, für was die Anlage zu 100% gedient hat, weil wir keine Scharten und nichts gefunden haben, sondern nur Unmengen an Tunneln im Berg und die ganzen oberirdischen Gebäude bis auf das eine Gebäude abgetragen wurden. Und ja, wenn wir das gefunden haben an Informationen, werden wir es euch hier nochmal einblenden. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns einfach im nächsten Video. Macht's gut!